So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe nur, ja, wie gesagt, die... ja, mein Kater ist gerade reingekommen hier ins Zimmer und will sich hinlegen. Und ja. So, jetzt geht's aber weiter. Roter Schreck. Ja, erstmal auf den Kopf. Damit beginnen wir unseren Kampf gegen den letzten optionalen Boss. Here we go. So. Schön. 500. Dann... Web mit Dämonenball. Denke ich mal, sollte kein Problem sein. Sollte schön färb ziehen. Und jetzt Fina mit Ende der Welt. Oder auch Weltende. Ja. Der macht wirklich alle Feinde dem Erdbogen gleich. Warum da jetzt so ikarische Flügel und kein Feuersymbol war? Ne? Das ist ja ein Feuerzauber eigentlich. Da waren aber ikarische Flügel, ja. Das sind Fina spezielle ikarische Zauber. Wie wir ja gesehen haben, sie ist ein Ikarian. So, Justin macht natürlich seinen besten Move gegen alle Feinde. Und ja. Der ist uns jedoch einen Schritt voraus. Der macht jetzt Set. Das könnte fatal sein. Nee, war er nicht. Weil er hat nur erstmal nichts abgebrochen. Das ist noch sehr schön. So, und dieser Zauber... So, ich mach mal einen Ventilator aus, weil mir wird jetzt echt zu kühl hier. Und jetzt kriege ich wieder Schnupfen. So. Ja. Das ist ein Feuerzauber. Und er zieht immer, bei jedem Gegner, 999 ab. Prepare yourself. This is it. Das ist wirklich, wie gesagt, einer der besten Zauber. Wenn man den erstmal hat, ist Fina einer mit der stärksten. Der eine. So, und Justin macht natürlich hier mit seinem Himmel und Erde alles kaputt. Jetzt macht Daniel leider Laserauge. Das ist eine sehr harte Attacke. So, wie man sieht, Lita hat schon ins Gras gebissen. Jetzt ist dringender Heilungsbedarf. Und er heilt sich jetzt auch. Das ist aber nicht so schlimm. Das sind nämlich nur, glaube ich, 100, die der heilt oder so. Ja, nur der Kopf, wie gesagt, der heilt sich auch selbst, wie wir gesehen haben. Wie der Kung-Fu-Meister. So, und Fina hat jetzt keine Lebenstränke mehr, zaubermäßig. Aber als Gegenstand hat sie noch einen. Das ist gut. So, wir gucken erstmal. Ich will mal erstmal gucken, was der zaubern will. Der eine Boss da. Der eine Arm, meine ich. Der will. Okay, der saugt nur an. Also ist das harmlos. Dann müssen wir jetzt heilen. Wir müssen. So. Und da würde ich sagen, erstmal alle heilen zwei. Damit wir wieder voll sind. So, mit Heilen und so. Lite müssen wir zum späteren Zeitpunkt wiederbeleben. Ich würde gerne erstmal die Tentakeln abtöten, damit die, wie gesagt, nicht mehr angreifen. Die haben nämlich nicht mehr viel. Justin sollte noch zweimal den Himmel- und Ehrenhieb machen, dann sind die Tentakel nämlich weg. Wenn die erstmal weg sind, ist der Boss nämlich auch an der ganzen Ecke einfacher. So, und um das so ein bisschen beschleunigen, machen wir jetzt mal den Seitenwurf. Weil der greift nämlich alle Gegner an. Prepare yourself. This is it. So. Mit etwas Glück könnte jetzt auch schon der erste Arm tot sein. Okay. There's no use in hiding. Dann jetzt der Seitenwurf. Geht gegen alle. Ja, der erste Gegner ist jetzt quasi schon fast weg. Der erste. Okay, der saugt nur wieder an. Solange er mal nur ansaugt, ist das gut. So, der will sich natürlich heilen. Und ja, das lassen wir aber nicht zu. Deswegen Feuerpeitsche. Und dann ist er auch, denke ich mal, schon fast tot. Die Arme. Die Tentakel. Na, okay, das zieht jetzt nicht so die Welt ab. Aber, denke mal, jetzt werden die Tentakel tot sein. So, und damit die auch nicht mal irgendwie noch was machen können, machen wir jetzt nochmal Dämonenball auf den Kopf selbst. So, jetzt sind die Tentakel tot, jetzt ist der Boss eine ganze Ecke einfacher. Ja. Und der Gegner, der Kopf, wird uns noch einen ganz guten Gegenstand hinterlassen. Sobald er tot ist. Wie gesagt, jetzt belebe ich erstmal Lite wieder, das ist nur fair, damit sie auch die Erfahrungspunkte dann kriegt. So. So, die Attacken hat man ja gesehen, haben locker mal so 2000 abgezogen. Also wir sind schon echt eine starke Truppe.
Das ist schon krass. So, Lita ist auch wieder da. Sie hat auch ein paar heftige Attacken, deswegen ist das gar nicht mal so schlecht. Jetzt wird er natürlich wieder Laserauge machen. Oh, oder... Oh Mann. Na okay, die Attacke hat aber nicht so stark reingehauen. Das ist jetzt mal nicht schlecht. Der will aber noch mal machen. Das ist nämlich nicht gut. So, und wir haben keine Taktik mehr für Justin. Jetzt müssen wir mit Zaubern hinterher jagen. V-Slash. Machen wir mal einen V-Slash. Der ist aber auch, wie gesagt, ne, 700. Also, nicht unterschätzt. Ne? Dann eine Zap-Peitsche. Und noch ein Dämonenball. Okay, geht nicht mehr. Dann halt Geschoss. Ist aber auch stark. So. You're not gonna get away from this. Und Geschoss. So. Der ist halt erstmal schön viel abgezogen. So, nur er will immer noch Zap alle machen. Deswegen müssen wir jetzt heilen. Aber Lita zum Glück auch alle heilen 2. Und ja. Und wir sind zum Glück ein bisschen schneller und können noch heilen, bevor er Zap alle macht. So, und jetzt mache ich mal den heftigen Angriff, den Feuerbrenner. Mal sehen, ob er dann tot ist. By the blessing of God. So. Jetzt sollten wir den Zap alle überleben. Denke ich mal. Okay. Ja, wir haben alle überlebt. So, und jetzt hat sein letztes Stimmt eingeschlagen. Die 1000 können wir ihm auch noch abluchsen. Machen wir mal Lebenspeitsche. Weil Feuerpeitsche ist nicht so der Renner. Now I'm really angry. Lebenspeitsche haut schon etwas mehr rein. 200. So, Justin macht jetzt mal, wie gesagt, den Feuerbrenner. Weil der ist echt Hammer, die Attacke. Und Web macht mal... Der Web muss jetzt einfach Kombi machen, ne? Du hast keine guten Zauber mehr. Zack, aber schon der Kombi-Angriff zieht fast 200 ab. Also 300 jetzt gesamt. Das ist schon beachtlich für einen Kombi-Angriff. Ah, der Feuerbrenner, der heizt auch mächtig ein. Und ja, ich denke mal, wenn wir jetzt alle Kombi machen, so, dann sollte er nämlich gleich Geschichte sein. So, Fina, jetzt Lita. Und ja, dann ist er auch schon tot. Der letzte Boss hinterlässt uns ein Gegenstand. Und zwar das Stirnband. Ja, und zwar erstmal locker. 25.000 Gold, 13.000 Erfahrungspunkte. Das ist ein Wert. Unvorstellbar. Gut. Ja, das war der letzte Boss. Jetzt geht's aufs Dach. Unsere Belohnung abholen. So. Ja, das Stirnband kann ich euch schon mal zeigen. Das Stirnband ist ein echt guter Gegenstand. Das können zwar nur Männer verwenden, also Webb und Justin, aber plus 28 Verteidigung, plus 15 Angriff. Das ist wirklich ein Gegenstand. Mann, oh Mann. So, dann kann Webb auch gleich schön die Todesmaske kriegen. Ne, die ist auch gut. Und ja, da geht's jetzt auf den Turm. Das Dach. Das Dach des Turms der Versuchung. So. Und ja, zuerst, bevor wir aufs Dach gehen, durch die Treppe hier, ne, gehen wir erstmal hier außen rum. Weil hier sind teilweise auch noch Gegenstände. Zumindest ich meine, dass nur einer hier irgendwo ist. Man kann hier nämlich einmal rumlaufen. Irgendwo müsste ich jetzt... Ach nee, cool, dann war das die falsche Richtung. Stimmt, das ist ja hier unterteilt. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal die andere Richtung rum um den Turm laufen. Denn dort ist noch ein hammermäßiger Gegenstand. Ja, der wirklich gut ist. Ja, die Gegner, ich sag mal, wenn man so trainiert hat wie ich, sind die eigentlich gut zu schaffen. Hat man wenig trainiert, also ich sag mal, kein Ende der Welt und kein Himmel und Erde und kein Dämonenball und alles, dann sollte man es wirklich erstmal noch sein lassen, weil die Gegner sind echt stark hier. Die sind stark. Besonders der letzte. Der zweite geht, der erste, ja, der hat starke Attacken drauf, aber der letzte hat es wirklich in sich. Deswegen, untrainiert, lieber nicht.
allein schon diesen ganzen Turm zu durchkämmen, das ist eine ganz schöne Aufgabe. So, und hier ist unser erster Gegenstand. Ja, der Schallgürtel. Der hat plus 70 Bewegung. Ich habe ja gesagt, ne, schon mal, wir haben ja einen Geschwindigkeitsgürtel, irgendwie plus 30 Bewegung. Dann den Orkangürtel, den wir uns eigentlich ja erst kaufen wollten, aber hier jetzt auch gefunden haben. Der hat 50 Bewegung plus. Und dann gibt es noch den... Oh, fast auf der Nase gerade kurz. Den Schallgürtel. Das ist der beste von allen. Der hat sage und schreibe plus 70 Bewegung. Gut, ja, macht eben nur schnellere Bewegung. Kein Angriff, keine Verteidigung, nix. Ich meine, wenn man mal schnell... Also da ist man wirklich schnell auf dem Kampffeld unterwegs, aber... Mehr bringt es auch nicht. Deswegen finde ich den Gegenstand jetzt nicht so gut, aber... Er ist selten, den gibt es nur hier. Nur hier einmal. Ja. So, und jetzt ist hier eine Pyramide mit Gegenständen. Und die sacken wir jetzt alle ein. Das ist quasi unsere Belohnung hier. So, da hätten wir einmal... Eine heilige Krone, plus 38 Verteidigung, verlangsamt IP-Verlauf. Dann gucken wir mal. Justin. Nee, der behält erstmal sein Stürmband, aber Web kann den, glaube ich, gebrauchen. Jo. Dann kann Web... Nee, warte, nee, ich mach das anders. Web kriegt doch wieder die Todesmaske, weil die nur Männer haben können. Und dann kann Fener die heilige Krone kriegen. So, dann geht's weiter. Hier eine Truhe. Belebungsstein, sehr gut. Jetzt haben wir drei Stück. Was haben wir hier? Das Sternenwunder. Ja, das ist ein Gegenstand. Den gibt es aber wirklich hier, nur hier. Einzigartig, nicht verkaufen, auch wenn es einen Hammerpreis bringt. Ja, verdoppelt Waffenerfahrungspunkte. Das ist wirklich sehr gut zum Trainieren. Also, ja, man braucht nur halb so viel Zeit. So, dann haben wir noch das ätherische Wunder. Das ist auch der Gegenstand, mit dem ich Fener den letzten ikarischen Zauber dabei bringen werde, ne? Level 99. Dann geht's nur halb so, dann dauert es nur halb so lang. So, den Wutring. Der heilt viele SP mit Schaden. Wir haben schon einen Ring, der heilt wenig SP mit Schaden. Jetzt haben wir auch einen, der heilt viele. Das ist nämlich gut. So, haben wir noch einen Belebungsstein. Schon vier. Wenn zum Beispiel ein Gegner, sag ich mal, Justin hat jetzt keine SP mehr. Und ein Gegner greift uns an, Justin ist kurz vorm Verrecken, dann hat er dafür aber wieder volle SP. Das ist schon krass, dann kann er gleich zurückhauen. Das ist sehr gut eigentlich. So eine Verteidigungsfrucht, die kriegt Fina, Lebenskraft. Und dann noch ein Tiara. So was Tiara könnte Lite haben, weil Fina hat schon die heilige Krone. Die hat 35 plus Verteidigung und schützt vor Schaden unter 20. Das ist wirklich gut. Aber obwohl, ich könnte mal gucken, ob Fina dadurch nicht... Nee, Fina wird dadurch nicht besser. Die heilige Krone ist schon gut so. So, und dann gibt es noch einen Gegenstand hier in so einer Monster-Megatruhe hier in der Mitte. So, vorher heilen wir uns nochmal. So. Mit Webs Wasserzauber. Ja. Und, na, obwohl, die Goldtränke brauche ich noch nicht. Ja, hier ist der letzte Gegenstand. Die Herzspitze. Ja, das ist die beste Keule. 65 Angriff, das muss man sich erstmal geben. Ja. Ganz klar. Eine Waffe wie für Justin gemacht. Übrigens, der kriegt jetzt auch erstmal wieder seine Axt, weil Keule hat er jetzt schon ganz schön viel trainiert. Und die Axt ist auch noch heftiger, weil die hat 68. Ne? Oder, na gut, obwohl... Geben wir ihm doch erstmal die Herzspitze. So, mal sehen, wie die sich schlägt. Web könnte erstmal seinen Bogenvieh behalten. Und ja, machen wir erstmal weiter so. Ja, hier ist noch ein Koffer. Da könnte man jetzt schon einiges verstauen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Mal gucken. Wir können den verstauen, den Energiering. Die Schuppen behalten wir. Den Sprühstab können wir verkaufen. Erstmal wegtun. Dann das Messer. Ist nicht so gut. Der Lebensstab, der hat 85 und der Geisterstab hat 63. Gut, dann tun wir den auch erstmal weg. Schallgürtel brauchen wir auch erstmal nicht. Schleier brauchen wir auch nicht. Segenschwert behalten wir. Gut. Ja. Wutring können wir auch erstmal wegtun. Die beiden behalten wir erstmal. Ansonsten der heilige Ring kann auch erstmal rein.
Und ja, der Geisterstab kann eigentlich... Obwohl, den könnte Lite kriegen. Moment, den könnte Lite haben, den Geisterstab. Weil der ist noch heftiger als der Zauberstab. Genau. So, dann können wir den anderen Stab jetzt weghauen, weil Justin ja die Herzspitze hat. Ja, den brauchen wir erstmal nicht. Wohlstein. Nee, Vorzeitmedaille brauchen wir erstmal nicht. Die haben wir sogar zweimal. Und den Rest können wir erstmal behalten. Obwohl, den schwarzen Gürtel können wir auch schon mal wegtun. Denn die Kleidung hier, die werde ich wahrscheinlich verkaufen. Weil die brauche ich einfach nicht. Die Gegenstände jedoch behalte ich immer. Die sammle ich quasi. Ja, und das war's jetzt. Ja. Ich könnte uns beglückwünschen. Wir haben den Turm der Versuchung abgeschlossen. Mit allen Gegenständen und allen Geldstücken verlassen wir nun diesen schrecklichen Ort mit starken Gegnern. Obwohl, wenn man trainieren will, ist man hier genau richtig, wegen den Samen, ne, die man von den Gegnern kriegen kann. Aber ja, wir verlassen den Turm. Können wir unten jetzt an dem Kaufkoffer dann noch die letzten Gegenstände kaufen, die wir noch nicht gekauft haben. Ja, und dann gehen wir ins Luzedgebirge, wie ich schon sagte, ne. Ich spiele jetzt genauso weit, wie ich gestern war, ne, mit der Schrottaufnahme. So, den hatten wir ja schon gefunden. Den hatten wir aber noch nicht, deswegen kaufe ich den jetzt einfach mal nur. Den hatten wir, meine ich, auch schon gekauft. Die auch alle. Die Lichtkegel brauchen wir allerdings erstmal, obwohl doch. Können wir auch kaufen. Aber, nee, lass mal doch erstmal lieber sein. Ja, doch. Und ja, dann gehen wir jetzt ins Luzedgebirge. Weg von diesem Ort der Schrecklichkeit. Und ja, auf zum Luzedgebirge. Wie ging es hier nochmal raus? Ah, so, genau. So, und jetzt kommen wir Chicken Sie Sauer, die uns hier attackieren wollen. Das lassen die mal hoffentlich schön sein. Und ja. Ah nee, wisst ihr Leute, wir waren ja mit Lite jetzt quasi praktisch gekommen. Jetzt gehe ich nochmal ins Dorf Lane, um euch zu zeigen, was also dieses Gespräch ernsthaft, das ist komisch, was diese drei Bullen jetzt sagen werden. Das ist wirklich lustig. Also wenn ihr wirklich mehr über dieses Spiel rausfinden wollt, und dann könnt ihr euch natürlich jederzeit in irgendeine Stadt gehen und mit irgendwelchen Leuten unterhalten. Wenn man sich mit allen jedoch unterhält, wird das Let's Play ganz schön lang. Ich mach's jetzt einfach nochmal mit diesen Bullen, weil es einfach zu lustig ist. Ja. Gehen wir erstmal zu Bilder und dem fetten Darlin oder wie es. So. Hier so ein komisches Vieh, ne? Ja. Mal sehen, was die so jetzt zu sagen haben. Kann das sein? Lite von Alend? Ihr werft so viele Rätsel in meinem neuen Leben auf. Meister Dorlin schätzt sich sicher glücklich, euch zu empfangen. Ja, zu denen gehen wir dann auch mal gleich hin, würde ich sagen. Jetzt sagt er nur das Gleiche. Sprechen wir nochmal mit Milda, ne? Der hat uns ja... Nun schaut, wer zurück ist. Justin, ihr seid zurück aus Alend. Ich bin so froh, dass ihr Alend erreicht habt. Ja, aber... Das war nicht genug. Ich muss noch mehr tun. Du hast Feuer in deinen Augen. So entschlossen wie immer. Was es auch sei, ich wette, du schaffst es. Ja, ne? Milda und Darlin. Ja, jetzt gehen wir mal zu dem verwirrten Knacker, ne? Mit dem wir extra ins untere Dorf latschen mussten. Ob der wieder anfängt zu sabbern oder zu schlafen oder zu grunzen oder zu lachen, was auch immer. Wir werden es sehen. Vielleicht hat er ja sein Horn schon wieder verloren. Oh Mann. Dorlin, wir haben Lite mitgebracht. Du wolltest sie doch treffen, oder? Lite? Was hast du gerade gesagt? Lite? Sagst Lite? Du hast Lite gesagt. Was kann ich für euch tun? Die echte Lite hier in meiner armseligen Hütte. Mein Name ist Dorlin. Das ist so platzend. Ich meine so plötzlich. Ich habe nichts anzubieten. Ich finde dein Haus schön. Die meisten Ställe und Schuppen in den Büchern waren sehr einfach. Lite, ich denke, du verstehst nicht ganz. Lite, bitte halt das nicht
länger, ich halte es nicht länger aus. Bitte erweist mir die Ehre und steht Modell für meine Skulptur. Ich habe darüber gelesen. Du meinst deine Figur, nicht wahr? Wenn es hilft, Gaia aufzuhalten, stehe ich gerne zur Verfügung. Oh, das ist rührend. Jetzt kann ich als glücklicher Bull, Mann sterben. Oh, Liebte, oh, komm schon, erspar mir den Schnulz. Ich meine, Schmalz. Oh, Mann. Also, ne? Das ist wirklich... Also, ich könnte jetzt auch noch nach Kafu gehen, nach Silpen, nach Guido, ne? Und... Oh, Mann. Alter Vater. Obwohl Guido und Dingens, ne? Ich könnte das ja nochmal machen. Gehen wir erstmal nach Silpen, ne? Besuchen Guido. Ne? Mal sehen, ob der noch überhaupt lebt oder sonst was. Sein Haus weiß ich ja zum Glück noch, wo der ist, wo das ist. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Boah, die streiten sich da immer noch vor dem Hotel. Alter Mann, was haben die für einen Konflikt, ey? Die brauchen mal hier, Sozialpädagogen oder so. So. Guido ist leider nicht da. Schade. Das ist aber wirklich schade. Na gut, dann denke ich mal, brauchen wir nach Kafu erst auch gar nicht gehen. Naja. Dann... Obwohl, nee, warte mal, Kafu war ja noch... Genau, vielleicht ist ja Webs Opa da. Ey, ohne Witz, wenn der von dem Dorf steht, ne? Alter, das wäre doch irgendwie zu komisch, wenn der jetzt Liete sehen würde. Opa, Web, wie ist Web eigentlich mit Nachnamen? Obwohl, wie heißen die ganzen eigentlich alle mit Nachnamen? So. Ja, schade, der Opa ist nicht da. Nur so ein Zwerg hier. Ach, das ist hier, Niki, ne? Hey Web, hast du gesehen, wie hübsch die Dame ist? Ich bin Lita Ascendant, die Heimat der verlorenen Angelou-Zivilisation. Ich erhalte die Erinnerung daran. Hä? Was? Erinnerungen? Ascendant? Was hat das alles zu bedeuten? Du suchst nach vielen Antworten, um sie zu finden, musst du weit reisen, Richtung Ascendant. Schade, dass niemand hier einen Geisterstein hat. Ja. Ein fernes Land, Ascendant? Hä? Du meinst, ich muss auf Reisen gehen? Du siehst aus, als wenn du gleich anfängst zu weinen. Wie beschämend. Ich dachte, du bist mein bestes Kind. Naja, naja, wenigstens konnten wir mit Niki reden. Der Opa war zwar nicht hier. Und Guido finden wir auch nirgends. Aber allein schon Lane hat sich gelohnt wegen den Bullen. Oh Mann. Ja, und dann machen wir jetzt mal storytechnisch weiter. Die Savanne, die werde ich jetzt nie mehr betreten, ohne Witz. Und ja, Luzidgebirge. Ja, da geht's jetzt weiter. Aber ich würde sagen, erst im nächsten Teil, wenn es wieder heißt Let's Play Grandia. Deswegen, und da kommt schon der erste Gegner. Toll, ne? Ja, deswegen würde ich jetzt sagen, speichere ich. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil von Let's Play Grandia wieder, würde ich sagen. Und ja, schaltet dann wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Grandia beim Schokobomber hier auf meinem Kanal. Nirgends anders. Ja, auch wenn ich rülpsel in meinem LP. Mich stört's eigentlich herzlich wenig. Aber wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst Kommentare da und schaut beim nächsten Mal wieder rein. So, ciao Leute, euer Schokobomber. Bis zum nächsten Mal.